Ich kann natürlich auch diese Esper-Probe spielen. Die Esper-Probe versetzt Clive an einen Abschnitt, der im Verlauf der Geschichte nach mehreren Stunden Spielzeit erreicht wird. Damit das einzigartige Kampfsystem von Final Fantasy 16 Gebühren zur Entfaltung kommt, werden Clive dabei die Kräfte und Fertigkeiten dreier Esper verliehen. Also, das ist nur eine Testversion hier. Ihr werdet im Prinzip mit ein paar Late-Game-Fähigkeiten oder sagen wir mal Mid-Game-Fähigkeiten konfrontiert, um einfach mal zu schauen, wie so ein Spielstand aussieht. Was bisher geschah? 13 Jahre sind seit den tragischen Ereignissen vergangen, bei denen Clive seinen Bruder, seinen Vater und seine Heimat verlor, habt ihr gerade gesehen. Nachdem er den Dienst der kaiserlichen Armee gezwungen wurde, erlangte er, dank eines Mannes namens Cid, schließlich die Freiheit. Zusammen begeben sie sich nun auf die Suche nach den Antworten, die Clive so lange schon ersehnt. Wir schließen uns den beiden an, als sie Kaer Norwend infiltrieren, eine alte Festung, in der sie den Mörder von Clives Bruder vermuten, einen zweiten Dominus des Feuers. Dieser sollte dort von Valuta-Truppen gefangen gehalten werden, die unter Benedikt Hamanns Führung die Festung kürzlich erobern. Leute, kurzer Disclaimer, Spoiler-Gefahr. Wenn ihr das Spiel von Anfang an spielen wollt, ohne was zu wissen, macht hier aus, ne? Gebt dem Daumen noch ein Like, abonniert uns gerne, aber macht hier wirklich aus, weil man erfährt hier schon relativ viel, was, glaube ich, besser ist, wenn man es im ersten Moment noch nicht weiß. Ich habe euch gewarnt. So, eigentlich will ich ja auch nur mal kurz die Frame-Gen testen. Aber der Test ist schon vorbei, ne? Ihr seht es oben rechts. Auch mit aktivierter Frame-Gen sind wir nur bei 30 FPS, also die Zwischensequenzen sind definitiv gelockt. Zieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier. Wir locken Cid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Benedikta. Jetzt tauchst du hier also auf. So, jetzt schauen wir mal, was die Frame-Gen mit den FPS macht. Ihr habt eben schon gesehen. Ach, schon wieder 30. Diese 30 FPS triggern aber auch. Jetzt sehen wir auch Cid, 13 Jahre älter. Und jetzt sind wir in Game und sind irgendwo bei 200 FPS. Esper wechseln. Drücke LT, um zwischen deinen Espern zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeiten für Esper-Fähigkeiten sind an der unteren Leiste, um das entsprechende Symbol im Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Die Verfügbarkeit der Fertigkeiten anderer Esper wird durch die farbigen Punkte rechts im Widget angezeigt. Also jetzt sind wir hier in einem Late-Game und ja, die Frame-Gen ist natürlich absolut abgefahren. Ne? Ihr seht, es ist jetzt 200 FPS. Ich mache das auch gleich wieder aus. Das ist halt absolut Overkill. GeForce Now kann ihn nur maximal 120 euch im Stream schicken. Aber das eigentliche Ziel, dass man die Zwischensequenzen boostet, haben wir nicht erfüllt. So. Solange wir nicht selbst hinter Gittern landen. Ist vielleicht interessant, Frame-Gen für Leute, die nur Priority haben und dann doch ein bisschen zu knappern haben, um auf die 60 zu kommen. Aber hier ist es einfach absolut Overshooting. Von daher schön, das mal gesehen zu haben. Schön, dass es funktioniert. Aber nicht benötigt. Auch Superablösung kann hier deaktiviert werden. Und jetzt sind wir wieder im Bereich 90. So, dann schauen wir doch mal. Und willst du jetzt aufgeben? Der Kampf dürfte eigentlich nicht so lange dauern, wenn ich mich recht erinnere. Das Tor. Das ist, glaube ich, eine kleine Demo, was man dann zum Schluss noch alles nutzen kann. Ich pack mit an. Ich bitte darum. Tust du nur so, als ob du hebst? Cid ist einfach cool. Und hier muss ich sagen, zum ersten Mal los, geh durch, Clive. Die englische und die japanische Stimmen sind für Cid besser. Also Cid ist einfach so eine legendäre Figur, natürlich allgemein im Final Fantasy Universum. Es gibt ja in jedem Spiel einen Nebencharakter, der Cid heißt. Aber auch gerade hier in Final Fantasy 16 ist so eine wichtige Figur und der hat eine richtig schöne, markante, raue Stimme im Original als auch in der englischen Version. Also da lohnt es sich einfach auch mal, das Original anzumachen. Auch wenn natürlich der deutsche Sprecher sich hier wirklich... So, jetzt haben wir mehrere Esper-Fähigkeiten. Also die Lohnschwinge kennen wir schon. Jetzt haben wir noch den Federwirbel. Der ist auch cool, ne? Der haut dann nochmal so mehrere Feinde um. Dann haben wir den Krallentanz. Der ist vor allem gut, um Willenskraft zu mindern. Und wir haben das Orkanrad. Das ist auch wieder so ein Willenskraft-Attack. Also die Grünen sind oft gut, um Willenskraft zu schwächen. Also diese gelbe Leiste bei Zwischenbossen.
So, hier müssen wir jetzt mal ausweichen. Dann haben wir noch Steinfähigkeiten, titanische Gerade, ja, die haut auch rein. Da müsst ihr im Prinzip loslassen, wenn dieses Auflagebalken im roten Bereich ist. Zeig's nochmal, ne, jetzt lädt's gerade auf. Und die Urerschütterung. Ne, loslassen, wenn die im roten Bereich ist, dann haut die nochmal richtig rein. Und dann ist das hier im Prinzip einfach nur eine Schmetzelei. Zwischendurch mal wieder Kombos. Wir haben jetzt auch Torgeil dabei. Und Torgeil können wir hier, wenn die Pet nach links machen, sehen wir links unten. Ne, seht ihr jetzt gar nicht, ne? So. Normalerweise habt ihr die Heiltrankanzeigen und jetzt mit links könnt ihr Torgeil beißen, heilen und anfallen lassen. Den könnt ihr auch noch mit euren Kämpfen, mit euren Attacken kombinieren. Dann haut ihr nochmal extra doll zu. So, wenn wir wirklich erst hier im Keller sind, dann ist die Demo doch ein bisschen länger, weil es braucht eigentlich eine Weile, bis wir uns nach oben kämpfen. Es sei denn, sie kürzen es hier ein bisschen ab. Die Tür führt nur zu mehr Valutern. Suchen wir eine andere. Genau. Kämpfen ist sowas von out of mode. Wo ist denn hier noch eine andere Tür? Gibt nur zwei, aber wo ist die zweite? Ach da. Ach, wir klettern jetzt hier durch. So ein Angeber. Ist da ein Gegner? Nee, ist nur eine Statue. Okay. Die Kaiserlichen hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen übrig ist. Jetzt gibt es auch ein paar andere Fähigkeiten, die ihr mit B machen könnt. Ne? Ihr habt den Phönixflug, den kennen wir schon. Da kann man einfach so ein bisschen so einen Schattenschritt machen. Dann gibt es die fatale Umarmung. Die ist vor allem wichtig, wenn der Gegner seine Willenskraftleiste ein bisschen eingebüßt hat. Dann kann die einen nämlich runterziehen. Und der Granitschild, ne? Da kann man so schön blocken. Seht ihr hier. Das heißt, ihr könnt auch immer die Leute kommen lassen. Und dann mit einer Urerschütterung rums sind sie weg. Was übrig ist mit der Gerade. Boom. Und wie gesagt, es ist, also die Fähigkeiten sind viel zu stark für das, gegen was man hier kämpfen muss. Das ist im Prinzip einfach nur eine kleine Show. Und jetzt können wir auch ein bisschen in der Luft kämpfen. Mit der fatalen Umarmung kann man übrigens auch super Luftkombos machen. Ja, seht ihr hier. Kann man in der schönen Luft bleiben. Oh, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Oh, durch die Wand kann er nicht fliegen. Aber Lohnschwinge geht immer und dann sind auch die Gegner kein Problem mehr. Kämpfen wir uns noch schnell auf den Turm hoch und da oben wartet dann schon the one and only Benedicta. Oh, jetzt haben wir eben einen, an dem ich demonstrieren kann. Schaut euch mal die Wirkleiste an, wenn ich jetzt den Krallentanz mache. Na, seht ihr, ne? Da geht er von rechts nach links relativ schnell runter. Ausweichen ist immer gut. Und auch hier. Und wenn er jetzt die 50% runter hat, kann man ihn quasi in die Knie zwingen. Und dann ist er nochmal ein bisschen betäubt. Und dann ja, geht das alles ganz schnell. Und jetzt hier noch mit einer titanischen Gerade Urerschütterung. Und dann dürfte auch der Gegner nicht mehr viel übrig haben. Den immer schön ausweichen. Ausweichen. Ich wundere mich eigentlich, dass das angezeigt wird. Ich glaube, im Final Fantasy Modus muss man das dann. Wird das dann gar nicht mehr mit so einem Trigger gezeigt. So, jetzt haben wir ihn hier auch wieder unter 50%. Wieder fatale Umarmung. Wahrscheinlich haben wir jetzt den Zeitpunkt verpasst. Schau mal, mit der fatalen Umarmung kann man eigentlich auch durchgängig schön in der Luft bleiben. Ne? Das heißt, er kann da unten seine Späßchen machen, ihr seid hier oben. Und ihr könnt entschillen. Oh, das habe ich mal vergessen auszuweichen. Aber auch hier mit Zack. Bleibt nicht mehr viel übrig. Gebrochen ist er. Kriegt eine Lohnschwinge rein. Und Gesamtschaden 2100 alleine in der gebrochenen Phase. Oh, wir haben aber ordentlich was abbekommen, sehe ich gerade. Müssen wir uns gleich mal ein bisschen hochheilen. Gunst des Feuers. Das dürfte dann eine Ausrüstung sein. Ah ja, wir haben schon welche ausgerichtet. Wir haben ein Abzeichen der Stärke. Gunst des Feuers wird den Schaden von Federwirbel erhöhen. Okay, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Erhöht den Angriffswert um 7. Ach, der hat hier den Ring des zeitigen Beistands ausgerüstet. Ne, den wollen wir gar nicht haben. Was haben wir hier noch so? Ring des zeitigen Beistands aus. Abzeichen des Schutzes erhöht den Verteidigungswert um 10. Das hört sich schon besser an.
Ermöglicht das Ausführen komplexer Kombinationen. Das machen wir lieber selber. Erhöht den Angriffswert um 7. Verlangsamt die Zeit vor vermeidbaren Angriffen. Nö, den lassen wir. Dann können wir auch den Federwirbel reinmachen, bevor wir den Slot ungenutzt lassen. Hier haben wir noch Stahlkrone, Abwehr 30. Und hier haben wir noch die Wolfsschärpe, auch Abwehr 30. Und wir haben ein Langschwert und ein Bastardschwert. Seht ihr, es lohnt sich immer mal ins Inventar zu schauen. Dann kann man sich auch mit dem maximal möglichen ausrüsten. So, hier sehen wir jetzt auch schon ein paar mehr Fertigkeiten. Wir haben 1098 Fertigkeitspunkte. Das heißt, da können wir auch ein paar Skills verbessern. Den Krallentanz finde ich eigentlich ziemlich cool, weil der auch sehr viel Willenskraftschaden macht. Fatale Umarmung, Orkanrad. Ich würde sagen, wir boosten mal lieber hier unseren Damage-Dealer. Ne? Titanische Grade, Urerschütterung. Ich meine, die Lohnschwinge ist auch so eine Roundhouse-Box. Aber machen wir unseren Superangriff noch ein bisschen besser. Ne? Und dann können wir hier immer noch 600 Punkte auf die Lohnschwinge verteilen. Gehen wir mal so rein. Ne? Haben wir von jedem Skill eins verbessert. Ein kleiner Allrounder hier. Auch wenn es ja heißt, wenn man alles ein bisschen hat. Wenn man alles ein bisschen kann, kann man nichts richtig. Verdammt! Immer dieses Gehenne! Hinterher! So, da oben wartet schon Benedikta auf uns. Und die hat wirklich schlechte Laune, denn wir erstürmen hier ihre Burg. Und wir bringen auch noch Sid mit. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen, umkreise ihn und greife ihn von hinten an, um seine Verteidigung zu durchbrechen. Lodernde Klinge und Magieladung sowie einige Erstmalfertigkeiten, beispielsweise die Lohnschwinge, können die gegnerische Verteidigung auch direkt von vorne durchbrechen. Okay, machen wir. Aber als erstes machen wir das Orkanrad. Und dann nochmal den Federwirbel und dann sind eigentlich die meisten hier schon zumindest gut geschädigt. So, wenn ich linker und rechter Stick drücke, kann ich auch in eine spezielle Kampfhaltung gehen. Ne, ihr seht das schon hier, es geht alles ein bisschen, ich spare mir das jetzt mal, weil die auch gut ist, um sich wieder zu heilen, weil man dadurch in dieser Kampfhaltung auch Lebenspunkte wiedergewinnen kann. So, aber ich bin hier so overpowered mit meinen Fertigkeiten, das ist im Prinzip Button-Smashing, egal was ich mache, ich kann eigentlich nur gewinnen. Kann ich die jetzt aufladen? Ah ja, jetzt kann ich es auch aufladen, ne? Gedrückt halten, dann kriegst du einen guten Angriff und dann einen Rums. So, nochmal Lohnschwinge rein. Die Dogge ist dann auch passé. Zwischendurch immer nicht die Kombos vergessen und dann ist das alles gut machbar hier. Auch wenn ich jetzt ein bisschen was auf die Mütze kriege. Hier ist, was ich gemeint habe. Man kann im Prinzip auch komplett defensiv spielen, hält das Schild, lässt die angreifen und dann, wenn alle nah sind, haut man eine Urschüttung rein. Also spielt, wie es euch am meisten Spaß macht. Fernangriff, Nahangriff, Tank, Caster oder Button Smasher. Garuda, ich brauche dich. Na los, Garuda, mach sie alle. Kämpfen ein bisschen in der Luft. Hier können wir nochmal den Luftkampf üben. Okay, ihr könnt im Prinzip mit der fatalen Magie den Gegner auch dauerhaft im Stunlock halten. Und dann mit dem Federwirbel rums. Ach, I love it. I love it. So, wo ist jetzt Benedikta? Spielen wir den Kampf etwa auch noch komplett durch? Wenn ja, dann dauert das hier noch ein bisschen. Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Gewigo scheint Pläne für uns zu haben. Also wenn sie die Sequenz jetzt vollständig zeigen, wird aber schon viel gespoilert. Nur eine kleine Warnung. Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut, zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus? Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Sedolphus. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten.
Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sidolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein. Von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Oh oh. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Benedicta is not amused. Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Diese 30 FPS triggern mich wirklich. Kann nicht anders. Man sieht es einfach deutlich. Schade. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Charaktermodelle sind so krass. Adieu, Sidolphus. Wenn du nicht mit mir bist, bist du gegen mich. Bleib da, Clive. Und wie gesagt, jetzt kommt der Spoiler. Also einer von vielen Spoilern, das Ganze ist ja jetzt Spoilerfest. Und selbst hier, 30 FPS in der Sequenz, das ist echt schade. Und hier geht's ja schon zur Sache und das gefühlt Daumenkino. So. Los, Benedicta. Vernichtet sie. Oh oh. Zwei von den Viechern. So, da machen wir jetzt mal einen kleinen Bosskampf. Und wie gesagt, zuerst versuchen wir. Ausweichen ist ja wichtig und wir versuchen, den Willen von denen zu brechen. Mit möglichst vielen von Garudas Attacken. Und wir versuchen sozusagen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Oh, der hat uns schon ganz schön zu schaffen gemacht hier. Ich mach mal einen Steinhaut-Tonikum rein. Ach, da wollte ich ausweichen. So, hier. Ne, schön weg von denen. So, jetzt. Guck, jetzt seht ihr es. Wenn die unter 50% sind, kann man sie im Prinzip mit der fatalen Umarmung nochmal zum Stürzen bringen. Und dann nochmal richtig eins über brezeln. Und jetzt haben wir schon die nächste Zwischensequenz getriggert hier. Oh oh. Ausweichen. Und zuhauen. Nice. Gebrochener Kampfgeist. So, jetzt haben wir es auf dem Boden. Wir nehmen uns die, die wir vorhin schon bearbeitet haben. Hauen. Ah, das wollte ich nicht. Mist. Lohnschwinge rein. Ja. Federwirbel rein. Und jetzt nochmal hier dieses. Die beiden. Dann müsste sie eigentlich schon fast durch sein im Programm. Perfektes Ausweichen, immer gut. Ein paar Magiegeschosse, so, dann haben wir jetzt das perfekte Ausweichen. Ach, das ist ein Stärke-Tonikum auf rechts. Ich dachte, es wären. Nur weil die überhaupt hier schaffen.
Bei der zweiten, wenn wir die erste runter haben, kann ich bei der zweiten mal unsere Superkraft aktivieren, dass ich mich mal ein bisschen Lebenspunkte zurückgewinnen kann. Hier, das sieht eigentlich so gut aus für uns gerade. So, jetzt. Übertragung, was heißt das? Sie will Rache, Torgal. Pass auf. Oh, hier wieder. Oh. Oh oh, Heiltrank. Lohnschwinge. So, jetzt ist sie schon unter 50 oder ist sie gerade so unter. Nee, sie ist gerade. So, jetzt. Genau, jetzt haben wir sie auf dem Boden. Orkanrad rein. Ruhrerschütterung. So, jetzt haben wir sie gebrochen. Jetzt kann ich den Limitrausch aktivieren. Jetzt könnt ihr oben links mal schauen. Im Limitrausch könnt ihr euch im Prinzip eure Energie wieder zurückholen, eure Lebenspunkte. Könnt auch mal eine Lohnschwinge ausführen. Macht alles schön viel Damage. Und jetzt ist auch sie bald am Boden. Jetzt haben wir sie wieder unter 50, aber ich habe den Moment verpasst, wo ich sie hätte legen können. Dann machen wir erstmal klassisch weiter. Königsflug, Lohnschwing. Oh, jetzt hätten wir sie noch ein bisschen in der Luft bekämpfen können. Haut aber ganz schön rein. Okay, jetzt sieht man auch hier eine immer schön fatale Umarmung. Bleibt in der Luft. Dann kann ich im Prinzip nur noch sehr wenig antun. Und dann machen wir nochmal Krallentanz, Orkanrad und dann ist sie gebrochen. Und das müsste jetzt eigentlich ihr Todesurteil sein. Ich lade mich noch ein bisschen auf mit dem Limitrausch. Und Suparna ist geschlagen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Let's Play noch unter einer Stunde durchkriegen, weil jetzt kommt ja immer noch Benedicta. Das heißt, der große Boss ist noch da. Das war nur die kleine Vorstufe. Aber wir rushen mal. Wir rushen. So, wir haben ein geübtes Auge. Wird zur Herstellung von Ausrüstung benötigt. Ein Reißzahn und ätherhaltige Asche. Sid. Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Nope. Benedicta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Danke für den Tipp. Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Auf geht's zu Benedicta. So, ein bisschen Heiltränke. Ein Meteorstein, was soll ich denn damit? Soll ich den nach ihr werfen oder wie? So, sind wir hier oben? Sie muss hier irgendwo sein. Ist noch ein Heiltrank. Wie viel haben wir eigentlich von denen? 3 Stück? Habe ich noch mehr? Ausrüstung. Gegenstände. Heiltrank, Supertrank. Ja, das brauche ich doch. So, im Schnellmenü festlegen. X. Und Stärke ist Löwenherz. Ist cool. Dann legt... Oh, habe ich das jetzt verwendet? Nee. Im Schnellmenü festlegen. Das packe ich unter an. Dann lädt sich nämlich meine Limitleiste schneller auf. Und dann kann ich mich auch so wieder heilen. Okay. Heiltrank, Supertrank, Löwenherz, Tonikum. Bin ich mit happy. Blutige Haut. Supertrank. Ja, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Hier. Irren durch die alte Festung. Noch ein Heiltrank. Und jetzt können wir uns noch mal ein bisschen warm kämpfen.
Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in ihrer Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich Gegner, die Heilzauberfeinde zuerst auszuschalten. Alles klar, wo ist er denn? Da ist er. Da hat er Heilmagie gewirkt und das war sein letzter Zauber. Diese Urerschütterung. Macht aber auch kurz. Oh, jetzt müssen wir hier weg. So, hier ist noch einer. Und das war's schon. Da kommen wir wahrscheinlich her und hier geht's weiter. Ne, hier waren wir auch schon. Hä? So, hier sind wir reingekommen. Dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Ne, hier ist auch versperrt. Ah ja, jetzt geht's hier hoch. So. Ich bin schon fast oben. Jetzt sind wir auf dem Turm. Also ja, mit der Urerschütterung und der dem Feuer, dem Federwirbel habt ihr im Prinzip zwei AOEs. Der Rest ist dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Die könnt ihr einfach immer am Anfang zünden. So, wenn ich hier runtergehe, kriege ich jetzt noch hier das Item, genau, Heiltrank. Aber auch schon Inventar voll. Lohnschwinger. Eine Lohnschwinger hat schon ausgereicht. Unglaublich. Oh Gott, wo bin ich denn hier reingeplatzt? Ja, das freut mich auch. So, schaut mal, ne? Jetzt habe ich hier einmal den Feuer-AOE, einmal den Stein-AOE. Na gut, jetzt habe ich es nicht erwischt. Aber hier nochmal mit der Faust. Oh, die abgebrochen. Interessant. Combo. Zwischengegner, Valutat Togenwald da. Oh, der kann sich ausweichen. Interessant. Hier, die. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Der hat ganz schön weh getan. Auch nicht gut, in den Flammen stehen zu bleiben. Wenn dieses Geräusch kommt, könnt ihr ihn mit fataler Umarmung zum Sturz bringen und dann könnt ihr richtig zuhauen. Ihr seht es, der ganze Bildschirm ist voll. Wir haben ihn im gebrochenen Zustand und dann gebt einfach alles, was ihr habt. Ihr könnt auch ein bisschen Limitleiste aktivieren und euch ein bisschen Gesundheit zurückholen. Federwirbel nochmal. Und dann ist auch der kein Problem. Wie gesagt, wir sind hier absolut overpowered für das, was uns hier als Gegner entgegengeworfen wird. Das ist wirklich nur eine Demo. Und jetzt müsste es eigentlich soweit sein. Nein, immer noch nicht. Das war's. Aber jetzt sind wir oben angelangt und the one and only. Ja, endlich. Hä? Endlich Sackgasse oder was? Ach, hier ist die Treppe.
The one and only Benedicta wartet schon auf uns, oben auf den Zinnen der Burg. Welche Burg, sage ich nicht. Das könnt ihr selber erfahren. Und natürlich müssen wir uns noch ihr stellen. In ihrem sexy Leder-Outfit. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei ihr muss ich sagen, ist die Originalsynchronstimme auch noch ein bisschen passender. Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Mhm. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Sieht so episch aus. Thorgal ist aber auch noch da. Ich bin nicht allein. Auf die Schlachtbank mit dir. Und auch hier wieder, jetzt habt ihr es gesehen, ne? Der Wechsel zwischen 30 und 120. So, jetzt haben wir mal einen Gegner hier. Ich schalte das hier einmal wieder aus, damit wir ihn ein bisschen besser sehen können, wie es um Benedicta bestellt ist und natürlich auch um uns. Bei 4 Combo, jawohl, und hier. Ach, jetzt habe ich die fatale Mahnung verpennt. Also bei ihr heißt es vor allem ausweichen, also nicht das, was ich gemacht habe, und die Garuda-Skills nutzen, um ihre Willenskraft zu brechen und diesen ganzen Kram hier ausweichen. Das ist erstmal so ein bisschen die Marschrichtung. Aber wie es aussieht. So, jetzt. Ah, ich habe es verpasst. Und das hätte ich auch verpassen. Das hätte ich auch ausweichen sollen. Jetzt. Ha. Sehr schön. Wir haben sie unter 50%. Wir können sie jetzt mit einem fatalen Sturz, den ich leider nicht getimt bekommen habe. Mach mal Lohnschwinge rein. Federwirbel. Und da haben wir sie schon gebrochen. Limitrausch. Auch wenn wir eigentlich bei voller Gesundheit sind, aber einfach nur um den Schaden mitzunehmen. Urerschütterung, titanische Grade. Und dann sehen wir schon, Benedicta, erste Phase durch. Aber wie das so ist mit Bossen, it's never easy. Die Musik, ich krieg so eine ganze Haut ein. Ausweichen. Das war der Turm. Thorgal! Hätte hier mal einen Thorgal-Counter einbauen sollen. Oh nein! Thorgal! Schrei so laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. I love it, I love it. So, Sturzflug, den haben wir eigentlich vorher schon geübt zum Ausweichen, aber ja. So, und auch hier, ne, Garuda-Skills rein. Und ihr seht ja, wie die Willenskraft dabei hier runtergeht. Den ganzen Kram ausweichen. In ihrer dritten Phase kommt noch ein fieser Angriff, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist das eigentlich alles ganz gut machbar. So, jetzt nochmal Federwirbel. Ja, wir haben sie erwischt und ihr seht, die Willenskraft ist gebrochen. Wir kriegen sie zum fatalen Sturz und dann ist es nur noch titanische Grade, Urerschütterung, schaut, der ganze Bildschirm ist gelb. Na gut, den haben wir daneben gesammelt. Aber ihre Willenskraft ist fast runter. Ups. Ups. Knapp vorbei ist auch daneben. Oh, jetzt versteckt sie sich noch hinterm Turm. Ist ja gemein. Und jetzt hat sie mich sogar noch getroffen mit ihrem Autoregen. Ah ne, Aero-Regen heißt er. Autoregen. Komm. So, Sturzflug, weg, weg, weg. Krallentanz und sie ist gebrochen. So, hier.
alles mal raushauen, was ihr so habt. Ihr könnt auch erst das Kombometer hochmachen, ne? Das ist dann... wäre wahrscheinlich auch besser die... wäre wahrscheinlich besser, die Garuda-Skills sich aufzuheben für die nächste Runde. So, jetzt kommt die dritte Phase. Die ist ein bisschen tricky, weil da geht es halt schon zur Sache. Da schmeißt sie mit den Wachtürmen nach uns. Frechheit. Trümmerkomet. Ja. So, ausweichen. Und die Burg wird in Schutt und Asche gelegt, während wir uns hier campeln. Oh. Und auch Clive wird immer wütender. Und sie ist gebrochen. So, und hier auch ruhig mal alles raufhauen, was wir so haben. Titanische gerade, Urerschütterung. Gibt schön was für einen Multiplikator. 1,4, 1,5 ist er jetzt schon. So, jetzt wieder Fehler gemacht. Den Garuda-Skill hätte ich mir aufheben sollen, aber es dauert eh nicht mehr lang, der Kampf. Fatale Umarmung. Scheiße, sagt er. Wie unfantasy-like. Torgal! Wie oft er uns schon gerettet hat. Und filmischer Angriff. Zack, zack, zack. Torgal auch nochmal. Und noch einen. Und sie ist gebrochen. Wir können jetzt nochmal den Limit-Rausch aktivieren, um uns ein bisschen aufzuladen. Machen wir das doch. Limit-Rausch. Überschätzung, titanische gerade. Jetzt hebe ich mir mal die Skills auf, falls noch was übrig bleibt von ihr. Ja, jetzt. So. So, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie bei ihr rankomme. Tornado. Das ist übrigens Phase 4 vom Bosskampf. Falls einer vergessen hat mitzuzählen. So, jetzt. Nee, ich komme nicht ran. Mist, Mist. Das sollte ich genau verhindern. So, jetzt komme ich ran. Und. Titanische gerade. Und. Ups. Und fataler Sturz. Ihr kennt das Spiel. Ran. Titanische gerade. Urerschütterung, komme ich schon gar nicht mehr zu. Benedicta ist bezwungen und ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Zwischensequenz kommt. Falls ja, ist es der absolute Mega-Spoiler. Ich hoffe, sie lassen sie weg. Aber das wäre dann für eine Demo doch schon ganz schön umfassend. Wie kann ein Träger? Ich... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Tja, warum? Ich sag dir warum, Benedicta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? No, sie zeigen's. Also... Spoiler, ich habe euch gewarnt. Clive? Ich liebe es. Oh oh. Danke fürs Spielen.
Also, das war nochmal der zweite Teil der Demo, wo es nochmal um so eine Art, ich nenne es jetzt mal Mid-Game-Battle ging. Man war komplett überpowered, ihr habt es gesehen, die Fähigkeiten, das war einfach nur ein Effektfeuerwerk. Und ich glaube mich auch zu erinnern, wenn ihr an der Originalstelle im Spiel seid, habt ihr noch nicht so viele Fähigkeiten. Ne? Die kriegt ihr erst später. Wie ihr die kriegt, habt ihr unter anderem gesehen am Ende. Aber lassen wir das mal da stehen. Ja, das war unser kleiner Flug durch die Demo. Wir haben das komplette Tutorial gespielt. Wir haben eben nochmal die Endboss-Demo gespielt. Und wir haben uns auf GF Now ein bisschen umgeschaut, wie das Spiel läuft. Ich muss sagen, ich bin fast vollständig überzeugt. Das Spiel sieht nämlich auf einer Seite absolut fantastisch aus. Es läuft mit Ultra-Einstellung, ohne DLSS, ohne Frame Generation, ohne alles, mit 80 bis 120 Frames per Second bei 1440p. Der Stream ist in einer wie gewohnt absolut fantastischen Qualität. Kein Stuttering, keine Blockbildung. Ihr habt ja auch dank Nvidia Reflex einen sehr, sehr niedrigen Ping, ein sehr direktes Spielen, also eine Top-Qualität. Einziger Wermutstropfen aber sind die 30 FPS in den Zwischensequenzen. Eieiei, gerade als jemanden, dem das doch sehr schnell auffällt, wirkt das ein bisschen immersionsbrechend, sage ich mal. Also ihr merkt schon sehr deutlich, wann ihr in der Zwischensequenz seid, wann ihr dann wieder ins Spiel kommt. Und eigentlich ist das eine der großen Stärken von Final Fantasy 16, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt eine Zwischensequenz, spiele ich das gerade, die Wechsel sind da eigentlich flüssig und da hoffe ich sehr, dass Square Enix da noch nachliefert, zumindest eine Option zur Verfügung stellt, dass man das ankappen kann. So, das war es jetzt aber von mir. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie euch das Spiel gefallen habt, ob ihr auch mal die Demo ausgetestet habt oder ob ihr euch es sogar kaufen wollt. Ihr seid hier bei Cloudplay. Wir freuen uns immer über Demos. Über Demos. Wir freuen uns natürlich immer über Demos, aber wir freuen uns auch über Likes, über Abonnenten, falls ihr dazukommt neu, falls ihr das Video sharen wollt, teilen wollt oder falls ihr bei uns auf den Discord kommen wollt, findet ihr alles hier unter der Videobeschreibung. Jeder ist gern gesehen. Und damit sage ich Tschüss, ich bin raus und macht's gut, habt Spaß bei allem, was ihr tut. Ciao!